Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich im Großen und Ganzen ja, mit kleinem Zusatzbonus. Und das liegt an diesem schwarzen Heldenauto von Bluebricks. Wir wissen natürlich alle, es ist der Kit aus der Serie Knight Rider vom Jahre 1982 bis 86, produzierten Serie mit David Hasselhoff. KIT steht dabei für die Abkürzung Knight Industry 2000. Und es ist natürlich ein Pontiac Firebird mit Trans-M-Motor, ja, und Trans-M-Modifications. Gut, Bluebricks hat natürlich die Lizenz nicht, darum haben wir das. Und wer Bluebricks schon hört, weiß, wir haben Kunlongsteine. Jetzt heißt es ja immer so schön, wenn man spätere Chargen abwartet, hat man die besseren Steine. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich hier Schwarzabweichungen habe. Aber, das kann man so sehen. Ne? Aber ich sag mal so, im Regal fällt das nicht auf. Das ist jetzt noch im Okay-Bereich. Die Klemmkraft ist schwankend gewesen, zwischen ziemlich fest bis ungefähr, wenn 100% Lego waren, wir hier am tiefsten bei 60%. Also von daher, für Kunlong-Verhältnisse waren das sehr gute Steine. Ja? Über Kratzer und so weiter, da sehen wir mal drüber hinweg, das haben alle. Ja, also wenn man sich die Scheibe anschaut, das ne, auch hinten so, Fliesenqualität so. Ja. Kunlong-Steine, zwei Klassen. Egal. Hierfür waren sie relativ okay und es ließ sich gut bauen. Ja, aber ich wollte es gesagt haben, nicht, dass da irgendwelche Erwartungen werden. Zusätzlich sind da drin auch noch Aufkleber, da kommen wir gleich. Also, grundsätzlich mal muss ich sagen, ich finde das Design sehr, sehr gut, sehr gelungen. Also, da ist wirklich, fangen wir mal mit der Front an. Das ist ziemlich gut. Dieser kleine Roteffekt auf der einen Seite, es wird mit kleinen 1x1-Steinen da unten erzeugt. Wir haben ganz links, rechts von euch gesehen den dunklen Stein und links einen weißen und dazwischen einen hellgrauen und dunkelgrauen. So kommt dieser Effekt her. Super Idee, geile Idee. Die Motorhaube ist ebenfalls genial gemacht. So können wir gleich nachher aufmachen. Hat auch einen Motor drin. Die Seite ist sowieso klassisch schön. Auch die Reifen wieder mal. Felgen passend sehr gut dazu. Die Form finde ich hervorragend. Und auch das Heck finde ich auch klasse. Das gefällt mir. Das da unten ist ein Aufkleber. Zu den Aufklebern komme ich dann nachher noch speziell. Die gibt es bei Bluebricks nicht dazu. Ich werde euch aber sagen, wie ihr da rankommen könnt. Also. Oh, unten typischer Bau von Adrian, das ist der Designer. Das ist eines seiner ersten Werke. Er ist sehr detailverliebt und sehr gut im Großen und Ganzen. Hier vorne können wir also die Motorhaube aufmachen. Und hier haben wir auch den Motor. Ganz ansehnlich nett gebaut. Und hier kann man vielleicht auch gleich erkennen, wie das gebaut wird. Ne? Weißer Stein, hellgrau, dunkelgrau, dunkelgrau. Und da kommt dann dieser Effekt zu tragen. Finde ich gut. Auch sehr gelungen ist von der Idee her, leider klemmt es mal wieder an den Steinen. Man kann das hier aufmachen und hat dann quasi das Licht. Wenn ich das auf der Seite mache, habe ich den Stein in der Hand, weil die Klemme zu stark ist. Also muss man halt vorher gucken, ob man den offen haben will, wie jetzt da, oder lieber geschlossen. Aber ich finde designtechnisch von der Idee her, wow, super. Kann der gute Designer ja nichts dafür, dass die Steine nun mal nicht mehr. Ja, dann kann man natürlich die Türen aufmachen. Bei den Türen zeigt sich auch wieder mal, wackel, wackel, andere Seite, nichts. Das wird mit Hinges, Doppelhinschen gemacht, also ja. Jedenfalls die Tür kann man aufmachen. Wir haben eine schön gebaute dicke Türe.
das gefällt. Das finde ich schon immer sehr gut. Dann kommen wir in den Kofferraum, in den Motorraum. In den Motorraum, meine Güte. Ja, heute stehe ich aber in dem Schlauch. In die Fahrerkabine. Und man kann es vielleicht erkennen da unten, es gibt Fußpedale. Ich nehme für euch aber das Dach ab und dann werden wir mehr anschauen können. Ja, dann gucken wir uns den Innenraum nochmal genauer an. Aber so habt ihr mal einen ersten Einblick. Schöne Seitenspiegel. Das gefällt. Hinten lässt sich nicht aufmachen. Das ist einfach ein geschlossener Bereich. So, und dann gehen wir mal ans Eingemachte, indem wir jetzt mal hier so das ganze Dach abnehmen. Das Dach ist nur interessant, das wird so gebaut. Da unten seht ihr noch die C-Clamps aneinander. Also es ließe sich theoretisch so bewegen. Theoretisch. Praktisch ist mir jetzt, glaube ich, gleich ein Stein abhanden gekommen. Ja, super. Ciao, ciao. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Gut, heben wir gleich auf. Anyway, so ist das Dach. Dann tue ich die Windschutzscheibe mal schön umklemmen. Und dann gucken wir als erstes mal hier oben rein. Diese Sitze sind echt grandios. Also die gefallen mir mal wirklich. Ich habe schon viele Autositze gebaut bei diesen Autos. Das gefällt mir also sehr gut. Und dann kommen wir zum Cockpit und da seht ihr auch die vielen tollen Aufkleber. Die müsst ihr aber separat bestellen. Da komme ich gleich dazu. Die Aufkleber sind ziemlich super. Ohne Aufkleber wäre hier vorne einfach nur ein Winkel und man hätte eine rote Fliese, Gitterfliese. Ja, die wäre da drin. Hier musste man auch ein bisschen umbauen am Seitenteil. Das wäre etwas kürzer, aber für den Aufkleber muss man etwas umbauen. Komme ich auch gleich dazu. Also das Cockpit gefällt, das Lenkrad ist der Hammer und wir haben Fußpedale, alles gefliest. Super. Gibt es gar nichts zu meckern, was das Design angeht. Jetzt nehme ich das hier mal raus, damit wir das richtig angucken können. Und dann seht ihr hier dieses schöne Aufkleberset, das wirklich alles beinhaltet. Den Ding mal runternehmen. So. Das gefällt. Was nicht ganz so toll gefällt, ist, die Aufkleber sind etwas zu groß. Und ich weiß nicht, ob man sieht, aber man hat hier oben dann so einen weißen Rand. Den muss ich mit einer Rasierklinge nachbearbeiten. Hier unten, das lappert nur so rum, ein Teil. Also das hätte man sich auch sparen können. Macht das Ganze aber trotzdem schöner. Das sind die Aufkleber und dann eben hier unten sieht man dann in der Mitte den einen Aufkleber und hier unten zwei. Das hier unten ist übrigens auch ein Fach. Das kann man aufklappen. Wie ihr jetzt seht hier, das kann man aufklappen. Moment, Finger. So. Das finde ich cool. Wieder zuklappen. Ja. So. Hat man ein schönes Fach da unten. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Und hier seht ihr auch noch die Fußpedale, ne? Auch grandios. Doch, doch, das finde ich cool. Eben, wenn ihr auch den Aufkleber wollt, er wird doch nicht gesagt, müsst ihr ein bisschen rumbasteln. Hier zum Beispiel kommt dann noch ein Slope an die Seite und an der Stelle habt ihr einen Winkel nach vorne und einen Bruchstein in der Mitte. Also, Moment, wo waren das? Der da hier. Na, jetzt sollte man es natürlich so halten, dass man es auch sieht, ne? Der hier. Den müsst ihr rausnehmen, eine Zweierfliese unten reintun. Den Bruchstein hier an der Seite, den braucht ihr hier drüben, damit ihr den Slope anmachen könnt. Und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon am Umbau. Ist also kein Hexenwerk. Und dann hat man eigentlich ein gelungenes Cockpit. Wie gesagt, ich werde das da hier jetzt mal umknicken nach unten, weil es verdeckt mir die Sicht auf den unteren Aufkleber und es sieht von der Seite auch nicht wirklich toll aus. Das hätte man sich schenken können.
Die Aufkleberqualität ist ziemlich gut. Ist jetzt kein Sembo-Niveau. Also Sembo hat wirklich, wirklich, wirklich gute Aufkleber im Großen und Ganzen. Aber sie sind sehr gut und sie kosten 3 Euro. Und man erhält diesen Bogen dazu. Ja. Ihr könnt auch wahlweise Kar unten drauf nehmen. Für die, die es vergessen haben, Kar ist quasi das böse Zwillingsauto von Kit. Ne? Und hier habt ihr das Zeug. Also der hier müsste etwas obendran ein bisschen kleiner sein. Also lieber Achim, wenn du das siehst, ein klein wenig kleiner wäre besser gewesen. Nur der obere Rand. Und das untere Teil, das da hier, das hätte man sich auch schenken können. Weil man kann es eh nicht richtig anmachen. Wenn man unten eine Fliese zu mehr dran macht, dann hängt das unten fest, dann kommt man nicht runter und dann klappt die ganze Konstruktion nicht. Also lampt der einfach runter. Also der hängt einfach, das Eckchen hängt einfach runter, dieses hier. Dieser hängt. Da hättest du es drauf verzichten können. Ansonsten ist eine gute Qualität. Für die 3 Euro finde ich es absolut wert. Das ist super. Kommen noch Versandkosten dazu. In die Schweiz 3 Euro. Und ich glaube, in Deutschland sind es 1,50 Euro oder 2 Euro. Weiß ich nicht genau. Für die, die die Aufkleber wollen, auf der Bluebricks Facebook-Seite, falls ihr Facebook habt, könnt ihr zu Achim Simon gehen. Der hat anscheinend für sehr viele der Bluebricks Specials Aufkleber gemacht. Er hat sonst leider keine irgendwelche Webseite oder sowas, leider. Und bezahlen muss man per PayPal. Ne? Ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt hier rausgeben kann. Aber der, ja, der Kontakt wäre achim-simon@kabelmail.de. Ich werde das unten reintun für diejenigen, die den haben wollen. Und eben er sagt, das Set kostet 3 Euro, Versand in Deutschland 2 Euro. In der Schweiz habe ich 3 Euro gezahlt, ne? Also 6 Euro für die Aufkleber insgesamt. Er sagt, sie sind auf hochwertige PVC-Folie mit Luftkanalkleber gedruckt. Er schickt auch dann 5 Fotos dazu, anhand dessen man sehen kann, wo die Aufkleber angebracht werden. Ja, nun, das ist das. Dann wisst ihr also Bescheid. Eben den Kontakt tue ich euch unten Link rein, für die, die Spaß dran haben. Ja. Jetzt machen wir das mal wieder schön drauf, das Dach. Jetzt muss ich aber leider mal kurz tief tauchen, weil das ist ein Spezialstein, den brauche ich. Au, das war mein Kopf. Ah, Mist. Mit Glatze ist es noch weniger lustig als mit Haaren. Ah, ja. Na gut. So. So, jetzt haben wir den wieder drauf. Jetzt können wir das da vorne wieder hinmachen. Eieiei. Falco ist wieder mal am Werken, ne? Immer das Gleiche. Ihr kennt das ja. So. So. Sie klemmt ein bisschen gerade rücken. Hier unten das. Und da ist es wieder hübsch und anständig. Ah, das kriege ich auch nicht raus. Gut, also zu der Bauanleitung. Bauanleitung bauen. Also der Bauspaß für mich war enorm, weil wirklich coole Lösungen gefunden werden. Es fühlte sich auch bis an eine Stelle nicht wirklich nach Mockbau an, sondern nach wirklich durchdachtem Design. Das hat mir gefallen. Gleichwohl ist der Bau ein bisschen anspruchsvoll. Und an einer Stelle, da hätte er sich was anders überlegen sollen. So sieht das übrigens auf einer PDF. Diese Steine soll man da unten reinbauen und da kommt einem der Rücksitzlehne im Weg. Das heißt, ich hatte den Rücksitz in der Hand und ich musste dann ein bisschen friemeln und würgen. Also das war die einzige nervige Stelle da drin. Ansonsten hatte ich eigentlich keine Probleme mit dem Bau, keine großen Fehler festgestellt und das ist ja auch ganz gut so.
Und ja, damit kommen wir auch zum Fazit. Wir haben ein paar Teile übrig, wen interessiert es? Sind Blubricksteine. Ich hab immer so einen Karton, wo ich nur die Blubricksreste rein tue. Und das ist manchmal recht nützlich. Also zum Beispiel hier fehlt mir ein 1x2 Plate. Da hatte ich noch welche übrig aus dem anderen Set von vorher. Konnte ich die da unten rein tun. War okay. Ansonsten waren eigentlich alle Teile vorhanden. Erst Fazit. Also ich gebe eine bedingte Empfehlung. Bedingt daher, weil es sind Zweiklassteine und das der hier ist jetzt auch nicht gerade perfekt von hinten. Ja. So. Aber für Fans kenne ich keine Alternative, die wirklich so gut mit den ganzen Details verkauft wird. Und daher sage ich mal, für Fans geeignet. Okay? Okay. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Bauen. Bye bye.